Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Wir werden jetzt Quests auch weitermachen, aber wir hatten ja gesagt, wir gehen hier hinten hin, gehen hier einmal schnell runter im Laufschritt nach. Vielleicht kommt man hier hinten raus und können dann wieder jo. Das wäre perfekt, oder? Lass uns das schnell machen und wir rennen. Vor allem. I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my talents useful if you encounter another speaker. Aber wir brauchen keine, Dankeschön für das Angebot. Warum ist hier auf einmal ein Grab? War das gestern schon da? Also ich meine, war das in der letzten Folge schon hier? Oh. Egal, wir wollten ja schnell weiter. Ne? Wir haben hier alles erkundet. Da hinten waren zwei Medaillons. Ich glaube, eins hier an der Mauer und eins bei der Brücke irgendwie so. Oder ein Medaillon war da und ich hatte was anderes in Erinnerung. Auf jeden Fall ist da nichts mehr. Das heißt, wir müssen dann wieder hier rüber. Ja. Genau. Und gehen dann da hinten lang. Oh, diesen kleinen Weg da unten lang. Egal, ob was kommt hier jetzt. Ach. Hanna, wir fallen nicht runter. Oder hat das Hanna gesagt? Irgendeiner von den Vasallen. Wir fallen schon nicht runter. Kein Problem. Wir gucken noch mal, ob wir richtig sind. Wir sind richtig. Ne? Können wir auch querfeld ein diesmal gehen? Ich glaube schon. Ne? Einfach über den Berg rüber kraxeln. Welche Statue meinst du? Ist hier oben. Ach, da oben ist eine. Ne? Ach, danke, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. So, heute ist aber auch wieder warm. Ne? Ich habe. Ein T-Shirt. Also manchmal bin ich froh, dass ich ohne Kamera streame, aber auf Dauer geht das auch nicht. Irgendwann muss eine Kamera her. Erstmal, die kommen jetzt Emotes und dann. Ich rede gerade von Twitch, ne, falls jemand sich fragt. Ja. Erstmal gibt es da Emotes und dann. Kamera ist ja auch nicht so teuer. Kommt danach die Kamera irgendwann. Ja. Hatte ich mir so gedacht. Mit Kamera brauche ich auch noch ein. Wahrscheinlich auch noch ein Licht, ne, mit der Kamera. Oder ich stelle mein Licht hier so ein, dass das so dunkel ist, dass ich im Dunkeln so sitze, aber man mich noch sehen kann. Das wäre gut. Aber ist auch, ne, wie gesagt, alles nach und nach. Hier ist eine riesige Brücke. Doch hier schon mal. Ich will doch nur den Weg runtergehen. Wären wir doch nicht querfeld eingegangen. Aber es kommt halt alles nach und nach. Es geht halt alles nicht sofort, leider. Ich will alles sofort. Spendet mir alles, damit ich alles mache. Nein, Quatsch. Ich will gar nichts von euch. Ich will einfach nur, dass ihr Spaß dran habt und zuguckt. Natürlich in Zukunft wäre das nett oder sowas, na, aber ja, erstmal kann ich damit sowieso noch nichts anfangen. Wenn, ist nett, aber es muss nicht. Absolut nicht. Content sollte free für alle sein. Ja. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich würde auch auf Twitch Werbung ausschalten, wenn es geht, aber ne, geht nicht. Das muss man manchmal sagen, weil viele sagen, ja, schalt doch aus, die gierigen Streamer oder so. Und ich denke mir so, ja, aber es geht ja nicht. Wir sind nicht gierig, die meisten, also ne, die kleineren auf jeden Fall wahrscheinlich nicht, weil die haben von der Werbung gar nichts. Und die größeren, ich weiß nicht, ob die das dann als Dank den Verlust in Kauf nehmen, den sie dann haben werden. Und man kennt ja auch viele, die das auch ausgestellt haben von den Großen, also, ne? Es gibt bestimmt welche, die das machen. Wegen dem Geld. Das würde ich gar nicht bestreiten. Ich habe so vieles jetzt schon gesehen, es ist nicht mehr so wie damals, wo es ein Skandal ist, wenn man einmal Werbung macht, weil man davon leben muss. Heute ist das schon da, ja. Da gibt es Werbung bei allen. Aber von Werbepartnern und sowas. Das ist wieder ein anderes Ding, ja? Bei Werbepartnern.
Aber Werbung würde ich ausschalten. Vor allen Dingen ist doch auch scheiße. Doof. Ich habe nur doof gesagt. Ist ja auch doof, wenn man was gucken will und dann kommt mittendrin eine Werbung. Will ich ja auch nicht haben und würde ich deswegen auch gar nicht schalten. Aber ich muss ja irgendwas machen. Ich versuche es jetzt kontrolliert zu schalten, dafür aber 3 Minuten. Dafür kommt am Anfang keine. Auf Twitch. Aber ich weiß nicht, ob das vielen gefällt und nicht. Das ist halt so die Frage, ne? Was man da machen kann. Was den Leuten besser ist. Alle halbe Stunde 20 Minuten oder alle Stunde eine Minute Werbung. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Das vielleicht finden das manche besser. Ich finde das halt besser 3 Minuten am Stück. Dann macht man vor dem Stream Musik an, macht erstmal 3 Minuten Werbung, da läuft eh nichts. Dann kommen die rein und alle neuen, die drin sind, kriegen sowieso keine Werbung. Eine Stunde lang. Und dann kommt die erste und die will ich ja eigentlich so machen, dass ich kurz 3 Minuten Pause mache. Schaffe ich nicht immer. Und wenn mich alle daran erinnern würden, würden wir schnell 3 Minuten Pause immer machen. Ich weiß, liegt an mir, dass ich das auch machen muss. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann halt besser ist, ne? Also natürlich ist es besser, aber viele Leute bei 3 Minuten, ne? Oh, wirklich 5 Werbung oder 4 Werbung, das schaltet man schnell dann weg, ne? Ist ja bei mir nicht genau das Gleiche. Würde ich auch wegschalten, aber, ne? Ich lasse mal im Hintergrund durchlaufen. Aber es ist sehr schwer dann. Also bei manchen, die ich gucken möchte, bei 9, da bin ich dann auch weg, weil es ist halt kacke. Also nicht immer, jetzt weiß ich ja, wie das ist, dass man das nicht extra macht. Da bleibe ich dann auch gerne mal, aber wenn man das nicht weiß vorher, gebe ich zu, da hat man das ja genau das gleiche wie die anderen im Kopf, das machen die extra oder so, dann bin ich weg. Aber so ist es ja nicht. Bei den meisten jedenfalls, wenn die noch kleiner sind. No. The on-path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Müssen wir den hier? We have but to follow. Wieso greift er uns denn an? Der Hund hat den jetzt mitgenommen? Hä? Was? Wieso konnte ich den denn hauen? Es tut mir leid, dass ich dich gehauen habe. Naja, das zu dem Thema schon mal. Ne? Haben, glaube ich, genug darüber gesprochen, aber ich würde das halt gerne wirklich ausschalten. So ein Deal mit Twitch machen. Ich will kein Geld damit verdienen. Weg damit. Und auf alle VODs können sie Werbung schalten. Oh Mann, ey, irgendwas braucht man doch, ne? Was haben wir denn hier drin eigentlich? Mir wird was auf der Karte ange... Achso, wahrscheinlich in der Stadt. Das hier ist auch komisch. Ist das einfach nur eine Höhle für Wölfe? Ich würde auch gerne woanders hin wollen. Ach, so... Können ja hier lang noch, geht's aber auch nicht weiter, ne? Ne. Keine brüchige Wand oder so. Wir könnten von hier aus. Hier rechts kann man noch was erkunden. Hier geht's einfach nur zurück. Lass uns vielleicht noch da rechts erkunden. Wenn wir denn schon mal hier sind, vielleicht können wir ja hier rüber klettern. Was ich nicht so glaube, aber ein Versuch ist ja wert. Vielleicht geht es ja trotzdem. Auf jeden Fall ist hier ein Reisestein. Anna, du bist gut. Aber rüber kommt man nicht. Kannst du vergessen. Ja, dann würde ich sagen, wir benutzen den Reisestein doch. Wir haben viele, ne? Dann gehen wir unten bei den Drachen noch erkunden. Oder da, wo wir den das letzte Mal gesehen haben. Da muss ja jetzt keiner sein. Der fliegt ja auch mal rum.
kommt man von allen Seiten hin. Wenn ich hier drinnen bin, wo komme ich denn dann da hin, wenn ich hier lang gehe? Bin ich ja hier, oder? Kommt man doch da lang? Ja, dann bin ich aber wieder da oben. Ist auch egal. Wir können jetzt hier noch lang gehen. Das können wir machen. Und ich hasse schon wieder Mücken. Warum sind die denn jetzt morgens aktiv hier drin? Ach, schlimm sowas. Na, egal. Wir gehen da hinten hin und gucken da mal nach. Bin auch gespannt, was wollt ihr denn hier nachsehen eigentlich? Hier nach und nach Final Fantasy. Was für zwei Spiele sollte ich Let's Playen? Ich würde einmal Mirage, weil das habe ich aufgrund der beiden noch nicht gespielt. Ich habe sonst alle Assassin's Creed mitgenommen und ich würde das gerne spielen. Auch wenn allen das... Die manche, also ist ja zwiegespalten. Manchen gefällt das, manchen nicht. Mir gefällt. Mir gefiel das Alte, mir gefällt das Neue. Aber muss nicht jeder alles gefallen. Ne? Mir gefällt zum Beispiel Dragon Guard Vanguard nicht. Da wird man vielleicht... Vielleicht können wir da mal reingucken oder so. Und die Geschichte überzeugt einen. Aber ich... Das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde... Ich mag Spiele wie Baldur's Gate 3 und Dragon Age war so eine Mischung aus Baldur's Gate, also so Strategie und Geschichte. Man konnte auch anhalten die Zeit und dann taktieren. Aber jetzt bei den neuen Teilen nicht mehr so. Bei Dragon Age Inquisition war es schon ein bisschen anders. Ja. Aber nur ein bisschen, da ging es noch. Jetzt komplett im Action-Kampfsystem. Ah, ja, muss es anspielen, angucken, ne? Aber ja, mal gucken. Mal gucken, ob wir das anspielen werden, wenn ich so Bock drauf habe oder so. Privat würde ich es niemals anspielen wahrscheinlich, weil es mich enttäuscht hat oder so. Aber ich bin doch gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das dann... Auf jeden Fall zu Zwecken, um da einmal reinzuschnuppern. Ja. Auf welche Reihe mich komplett verloren hat, weil immer viele sagen, nicht zu den Drachen kommt her hier. Viele ja immer auch sagen, oder es sagt eigentlich niemand. Ich muss das anders formulieren. Ich habe das Gefühl, dass manche mal von mir denken, dass ich einfach alles mag. Das stimmt nicht ganz. Ich mag vieles. Ich kann mich auch in viel hineinversetzen und auch an vieles Spaß haben, was nur mittelmäßig ist. Und aber ich sag dann auch, dass das halt nur eine 80er Wertung, 70er Wertung ist oder sowas und das halt gut für unterwegs ist und dann nicht mehr. Zum Beispiel Zelda würde ich sagen, das ist super, super gut. Das haben wir nur wegen der Zeit verloren. Es kamen so viele andere Sachen und ich habe es dann irgendwann vergessen, nicht weiter zu spielen. Und dann ist es aus den Gedanken verschwunden. Das müssten wir auf jeden Fall noch weiterspielen. Diablo hat mich komplett verloren. Ob ich da vielleicht nochmal Chance privat gebe und reinschaue, weiß nicht. Ich habe mir mal eingeredet, ich werde das noch zu Ende machen, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht, es ist so... ne? Wenn allerhöchstens die Geschichte oder im Privaten, ich weiß es nicht. Oder einfach gar nicht mehr. Weil es hat mich wirklich enttäuscht so. 3 fand ich auch schon nicht so gut. 2 fand ich noch gut. Das war halt damals, also hat man reingegrindet. 3 war nicht so gut und dann mit den Verbesserungen hat es ein bisschen Spaß gemacht wie damals. Da hat man auch reingegrindet, aber dann die nächsten Seasons, wo es immer nur ein bisschen was war, da hat man schon eher Lust auf Path of Exile. Obwohl ich da noch nie so wie bei Diablo mal das durchgespielt habe und nochmal. Ich bin immer nur bis zur Mitte oder so gekommen, aber es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Im Gegensatz zu Diablo, wo man dann, ne, einfach gar keinen Bock mehr hat.
In einen Diablo, wo man einfach keinen. Aber es ist ja auch Geschmackssache, ja. Gerade bei Diablo. F4 ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen könnte, oh, Flop oder so. Ja, dann, wir haben auf einmal wieder eine Höhle gefunden. Cool. Starfield hat mich komplett verloren. Ich dachte, neues Elder Scrolls und so im Weltraum. Aber das war so schrecklich langweilig irgendwann. Am Anfang konnte man noch einreden, ja, das wird noch, das ist immer so. Skyrim sind die Charaktere auch so. Ja, aber... Ne, es wird immer nur schrecklicher. Ne, das kann man dann durchspielen, auch nur darum, weil man es durchspielen möchte, aber es ist langweilig. Und mir graut es ehrlich gesagt auch vor Elder Scrolls. Was war das? 5 oder 6? Was war denn Skyrim jetzt? Es gab... Es heißt irgendwie dann anders. Es gab ja Morrowind, davor gab es noch 1, 2 oder 3 Stück. Dann kam Morrowind 4, Oblivion 5 vielleicht. Skyrim 6, ist es 7? Nee, kann auch nicht sein. Am Anfang nur 2 und das ist dann wirklich 6. Ja, mal gucken. Irgendwie so. Aber wenn das so wird wie bei Skyrim, wollte ich gerade sagen, das war aber falsch. Ich meinte natürlich Starfield. Wenn das so wie bei Starfield wird, dann sehe ich das schwarz. Und ich sehe auch nicht, dass die sich anstrengen. Die sagen, ja, das ist alles cool und sowas. Und man muss da und da gucken. Und die sehen nicht ein, dass sie da Kacke gebaut haben. Deswegen denke ich auch nicht, dass sie sich reflektieren würden und sagen würden, wir müssen das da aber jetzt besser machen. Wir schrauben noch mal 2 Jahre hinten dran oder so. Ja, Elder Scrolls hätte ich mir noch angucken, aber wenn das wie Skyrim, wie Starfield ist, hat mich die Serie verloren. Also vor dem komplett besetzter, ne, konnte ich alles spielen. Und ja. Ich meine, das Online-Game ist ja auch von Cinemax, der Tochterfirma. Ich weiß jetzt nicht, wie das unter Microsoft ist. Wahrscheinlich haben die Cinemax auch. Das ist immer noch die Tochterfirma. Ist ja auch egal. Da, das läuft ja, das Online. Mit den neuen Add-on, jetzt weiß ich nicht. Aber bis vor diesen Add-on lief es ja. Das habe ich mir jetzt nicht die Berichte zu angeguckt. Aber ja, ne. Ich wusste, dass es explodiert, aber wenn man eine Taste zum Hauen gedrückt hat, dann muss der Charakter die Taste, den Skill durchbringen. Ja. Ja. So, ne? Fallout, das Online-Fallout von Bethesda hat mich schon nicht überzeugt. Das Fallout 4 war noch cool. Da gab es ein paar Elemente, die einen gestört haben. Auch unzumäßig. Also Grind, der hätte nicht sein sollen. Aber sonst war es ganz okay. Es war spaßig, Geschichte war okay. Konnte man spielen, Bethesda-Game halt, ne? Könnte man sagen. Aber dann Fallout, was war das? 76? 76? War das 76? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Das Online, nennen wir es das Online Fallout. Da bin ich reingekommen. Sie haben es natürlich jetzt verbessert und sowas, aber da bin ich reingekommen und keine NPCs, nichts. Man erkundet, schießt ein bisschen rum, sammelt. Das war's. Das war eigentlich schnell zusammengefasst. Vielleicht konnte man im Late Game noch was finden, aber da hatte man schon gar keinen Bock mehr. Da hat man es nicht mehr angefasst. Dann hat man die ganzen Sachen mitgekriegt. Die Collectors Edition war nicht gut. Billig verarbeitete Materialien hier und da. Dann die Sachen, die Merchandise, die sie verkauft haben, auch nicht hochwertig und doof. Ja, das war schon so. Ja gut, vielleicht gut, dass ich es nicht mehr spiele. Aber es hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, das Merchandise oder die Werbung. Und dann kam das, was kommen musste. Nein, das musste eigentlich nicht kommen, aber
Man konnte es auf Servern spielen, wo man alleine ist, wo keiner reinkommt, oder halt nur unter seinen Freunden, weil dieses Online-Fallout ist eigentlich ein Fallout mit Leuten. Ist ja kein richtiges Online-Spiel. Wo sind die Raids und so? Vielleicht gibt es Monster als Raids oder sowas. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie es jetzt verbessert. Jetzt gibt es mehr, aber da gab es nichts. Jedenfalls so weit, wie man gespielt hat. Und wir haben, glaube ich, 16 Stunden gespielt oder so. Und wenn da nichts kommt, wie lange willst du so ein Game dann die Chance geben, dass da was kommt? Vor allem, wenn es langweilig ist, dann willst du ja nicht spielen. Und warum ist Jayana jetzt... Nee, Jayana ist da. Irgendwer ist da reingefallen und gestorben. Hä? Naja, egal. Ja. Das hatte einen dann verloren. Und dann gab es das mit... Du kannst mit deinen Freunden alleine spielen, aber nur, wenn du ein Abo kaufst, obwohl das Spiel schon ein Vollpreistitel war. Ja, okay, Online-Server müssen irgendwie unterhalten werden, aber muss das Spiel auch gut sein? Nicht, ist irgendwie nicht der Fall, ne? Dann gab es, glaube ich, noch Online-Shops. Also Ingame-Shops gab es, glaube ich, noch. Na, ich war einfach raus schon bei der Sache. Warum? So einfach warum? Warum macht man das? Keine Ahnung. Dann kam jetzt Starfield, da bin ich auch raus. Und wenn Elder Scrolls so wird, dann brauche ich da, glaube ich, nichts mehr anrühren, weil ich bin da rausgewachsen oder... Ja, wissen wir nicht, ne? So, lasst uns mal jetzt den Stein dann verwenden. Wo haben wir die denn? Wer hat denn den gelootet, den Stein? Hier. Benutzen. Die Frage ist, kommen wir da jetzt hin? Wir können da gar nicht importen, ne? Oh no. Dann sprinten wir dann noch so schnell hin. Wir haben hier erkundet, dort erkundet, dort erkundet. Ne, wir haben hier erkundet und sind hier wieder rausgekommen, ne? Dann hätten wir ja alles. Irgendwann erkunden wir noch da. Wir gehen jetzt hierhin zurück, machen dann die Quest. Danach erkunden wir hier alles. Und danach haben wir nur noch die Wüste zu erkunden, komplett nochmal, ne? Hier hinten haben wir auch nichts vergessen. Also nicht, dass ich sehen könnte, dass wir da was vergessen haben. Ja, wenn wir alle Quests haben, haben wir alles fertig. Dann lass uns da schnell zurückrennen. Ich meine, wir sind jetzt mit der Folge schon durch das Erkunden. Wusste ja nicht, dass dann wieder eine Höhle kommt. Aber wir können ja schon noch gemeinsam zurückrennen, ne? Vielleicht ein bisschen was erzählen. Wenn wir den schlummern lassen, dann ist das besser. Lassen wir ihn schlummern. Ganz leise. Schlummer, 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 schlummer. So, wir müssen uns ein bisschen akklimatisieren. Bisschen. Der Hang da vorne sah aus wie so eine Bestie mit den Rasen oben auf dem Berg. Sah aus wie der Rücken mit Fell. Von weit nur, jetzt am Nahen nicht mehr. Dachte eben so, hä? Da hat Besetzer einen aber komplett verloren. Also, ne. Ich dachte, wie das Starfield wird, gut, wegen einer Verfehlung ist jetzt nicht so, ne. Aber gut, Starfield auch nicht so gut. Ich weiß wirklich nicht, was sie gemacht haben in der Entwicklung, aber warum macht man keinen richtigen Übergang zur Welt, also zum Weltall? Warum ist... Wenn die Grafik stimmen würde, würde ich ja sagen, okay... Das liegt an der Grafik, dass nicht so viel geladen werden kann. Deswegen hat man auf Ladebildschirme zurückgegriffen. Ist aber nicht der Fall. Es hat sowieso so eine grottige Performance gehabt, dass man das kaum spielen konnte. Oder Leute mit ihren Grafikkarten. Teure Grafikkarten besitzen, ja, gar kein Problem. Ja, aber ist doch nicht der Sinn der Sache, oder? Andere Spiele laufen qualitativ besser. Und dann aber auch auf schlechten Grafikkarten. Also was heißt schlechte? Wenn man eine Generation hat oder eine Generation davor, sind die ja eigentlich, sollten sie noch gut sein.
sollte nicht jede 3 Jahre 1500 Euro oder noch mehr oder 2000 Euro irgendwo reinstecken, nur für eine Grafikkarte. Früher so viel der PC gekostet hat. Sehe ich heute aber auch noch nicht mal ein. Das wäre ein kompletter PC wahrscheinlich, ne? Eine Grafikkarte. Zum Stream reicht das ja auch. Vielleicht, wenn man später größer ist oder so, dann kann man das alles ja schön und gerne machen, ja, aber so normaler, ja, normal bin ich ja jetzt auch nicht. Was denn hier so? Nee, wir wollen an dir vorbeilaufen. Und an den Banditen. Aber ich kenne das halt, ne, dass man nicht so viel ausgeben möchte. Auch bei den Spielen. Wo momentan auch bei Ubisoft oder so zum Beispiel die große Version über 100 Euro oder 140 Euro und dann kriegst du noch extra Quests, die aber auch so hätten im Spiel sein können. Und andere, die die normale Version haben oder die mittlere, kriegen die nicht. So, was? Entschuldigung, in der mittleren ist sie wahrscheinlich auch drin. Dann in der einfachen Version, die aber auch 70 Euro kostet dann, ne? Da frage ich mich auch so, was? Ja. Bei Ubisoft ist auch so, Assassin's Creed noch okay. Alles andere ist die gleiche Open World und da, nee. Jetzt auch bei den neuen Star Wars Outlaw oder so, ne? Auch das gleiche. Da kannst du eigentlich die Story durchspielen, das war's. Alles andere kannst du nebensächlich lassen, weil im nächsten Spiel ist das ja wieder das gleiche. Ist traurig, aber wahr. Nee, deswegen habe ich da auch so gar keinen Bock drauf. So ist, ich mag Star Wars, aber ja, weiß nicht. Wenn man Mut, also ne, wenn man Lust dazu hat, dann kann man das natürlich angucken, aber zum Beispiel schon Avatar habe ich mir angeguckt und das ist dabei auch dann geblieben. Weil danach kam die Open World und es war wieder das Gleiche. Obwohl sie es bei Avatar ein bisschen besser gemacht haben und in die Horizontale gegangen sind, anstatt in die Breite. Und das war ein anderes Weltgefühl schon mal. Aber die Aufgaben waren halt wieder das Gleiche, wo du dir denkst, bitte, ich will mehr Geschichten, wenigstens wenn es größer ist. Oder werde kleiner. Will nicht 5 Kilometer latschen, um eine Karte einzusammeln und dann wieder 5 Kilometer, um eine Truhe einzusammeln, wo nichts drin ist, außer 2 Holz oder so. Ja? Dann bitte kleiner. Oder wenn es so groß ist, Red Dead Redemption hat es ja auch nachgemacht. Schöne Welt, die man sich angucken möchte. Und überall gibt es eine coole Quest zu machen. Und dann gibt es ein paar Gebiete, wo man nur dann handeln könnte. Da muss man aber auch nicht hin. Aber man kann. Und es ist dann auch so geblieben dabei. Und man kann immer irgendwas entdecken. Dann wäre es okay. Vielleicht noch an den heutigen Standards angepasst, die eigentlich da sein sollten. Dann kann es von mir auch größer sein, aber jedes Ubisoft-Spiel immer größer, aber immer das Gleiche. Jedenfalls in den Nebenquests. In den Hauptquests und sowas würde ich vielleicht sagen, da unterscheiden sich dann die Spiele, aber wer. Du bist ja zu 20% Hauptquest, dann hast du schon fast durch und dann machst du die Nebenaufgaben und dann denkst du so, spiele ich gerade Assassin's Creed, Star Wars, Avatar oder Far Cry. I hope this conveys my gratitude. Jagdanfrage, okay. Ja, aber ist ja so, oder? Was spiele ich hier gerade? Alles. Wir haben denen jetzt auch geholfen, ne? Wir helfen jetzt keinen mehr, wir laufen einfach. Naja, das sind Echsen oben an der Decke. Kommt mit zu mir. Auf geht's, zu mir, wir gehen zur Stadt. Ja, wir sind in Ordnung, ich weiß nicht, was die hier kämpfen.
Besieg die mal. Hätte ich treffen müssen, aber okay. So, den Schweif auch abgetrennt, damit die mal umkippen hier. Perfekt. So, wir sind gleich bei der Stadt und 30 Minuten sollte auch reichen für diese Folge, ne? Wir haben schön geschnackt. Können wir eigentlich öfter machen. Nee, aber ja, da gibt es schon eine Bandbreite, die ich eigentlich nicht mehr spielen möchte. Bei Ubisoft ist gerade so die Müdigkeit immer das gleiche. Oh. Vielleicht guckt man da mal rein, aber das war's dann auch. Assassin's Creed ist eine Ausnahme. Es macht irgendwie immer Spaß. Ich weiß nicht warum. Es macht wahrscheinlich die Abwechslung, dass man immer woanders ist. Obwohl hat Star Wars und so auch, ne? Vielleicht, weil man das damit verbindet und dann aber sagt, so, warum ist das Star Wars-Kram auch genau so? Das ist doch kein. Mayhap you should seek out the Putrid Cave. While en route to deal with another matter, I discovered the beast's den in that cave. I only wish I'd been permitted to investigate the area myself, but at the time we were merely passing through. But I can tell you where it is, sir. You'll find it on the eastern road. It is my understanding that the creatures hoard their prey within. Mayhap the lad yet lives, fortune willing. If you are thinking of venturing in there yourself, pray make haste and tread softly. Oh ja, wir können da jetzt rein. Das ist cool. Ja. Ich komme gleich. Ich muss von diesem hübschen Kerl ein Foto machen. Haben wir aber auch. Ja, wir wollten hierher und ich wollte hier erstmal beenden die Folge. Es freut mich, dass ihr hier zugeguckt habt. Danke fürs Zuschauen und das nächste Mal werden wir definitiv in diese Wolfshöhle gehen. Wir haben ja jetzt auch rausgefunden, wo. Glow come nightfall. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after dark. Isn't that unusual? Das ist wirklich cool, aber jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wie, ne? Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Können wir auch weiterreden. Oder. Nein, ich wünsche euch was und danke fürs Liken, Abonnieren und die Glocke aktivieren und kommentieren. Dankeschön. Und wir sehen uns dann. Tschüss.